Hallo Leute und good morning! Oh mein Güte, wisst ihr was? Ich hoffe, ich komme nicht wieder so gehetzt drüber, aber ich bin tatsächlich immer auf der Überholspur. Ich muss alles schnell machen, damit ich auch alles schaffe, deswegen rede ich manchmal auch ziemlich schnell. Also, ich gehe gleich zum Friseur, das habe ich in meinem letzten Vlog erzählt. Und ich mache mich schnell ready, schminke mich, mache meine Haare für die halbe Stunde. Zieh mich an und fahre los und dachte, nehme euch mit, weil ich nehme euch mit und weil ich weiß, dass es euch oft interessiert, was wird denn so gemacht, wie wird es gemacht, hier mein Ansatz, richtig fett. Und ich habe den Kleinen gerade zur Tagesmama gebracht, alles gut, ich habe jetzt maximal 10 Minuten Zeit, um mich komplett ready zu machen. Ich habe schon auf der Fahrt überlegt, was ich anziehe, wie ich meine Haare gleich mache und schminken geht ja sowieso im Schlaf. Und ja, und dann nehme ich euch auch mit zum Friseur. Aber ich werde euch jetzt nicht viel erzählen, während ich mich schminke, weil das ist ein Zeitkiller. Also, bis gleich. Und morgens ist ja echt immer das beste Licht zum Filmen. I love it. Ich ziehe so einen Einteiler an, weil der super cool aussieht und weil es am einfachsten ist. Wenn es schnell gehen muss, am liebsten ein Teil fertig. Ich habe hier diesen Einteiler, den habe ich euch schon mal gezeigt. Den habe ich bei Hallhuber mal gekauft. Der ist super, super schön, mega bequem. Den kann man eigentlich auf eine Hochzeit anziehen, aber ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich mal die Möglichkeit habe, irgendwo unter die Leute zu kommen, dann mache ich mich auch gerne schön. Mir macht das so Spaß. Und ich ziehe dazu einen Gürtel an. Und zwar den hier, der hat so einen Lederlook und so einen hellen Taupe-Ton oder hellen Beige-Ton. Und das geht super schön zusammen. Der einzige Nachteil bei den Einteilern ist tatsächlich aufs Klo gehen. Muss man ja ehrlich mal dazu sagen. Weil ansonsten sind die Teile echt so cool. Aber aufs Klo gehen ist Katastrophe. Dann sitzt man da immer obenrum frei. Oh, guck mal, weil ich es gerade sehe. Ich habe dem Theo gestern so eine coole Cap gekauft bei Zara. Für 8,95. Die steht ihm so gut mit seinen goldenen Löckchen, die hier hinten rausschauen. So eine coole Mütze, aber er will sie nicht tragen. Noch nicht. Hey, ich freue mich so auf den Friseur, das glaubt er gar nicht. Das Lustige ist, wenn man immer vom Friseur rauskommt, fehlt einem so immer Make-up so am Haaransatz, an dem Rand und das sieht immer so witzig aus. Vor allem wegen dem Bronzer habe ich immer so weiße Streifen. Oh Gott, Katastrophe. Und dann hat man geile Haare, aber das Make-up ist kaputt. So Leute, believe it or not, mein Akku ist leer gegangen. Das ist so ärgerlich. Das ist immer in dem unnötigsten Moment. Also ich habe eigentlich nur noch Eyeliner, braunen Eyeliner nachgezogen. Lippenkombi vom letzten Vlog angezogen bin ich ja schon. Ich nehme die Handtasche hier, Balenciaga für heute. Und ja, that's it. Ich eile jetzt los. Ich habe jetzt insgesamt 15 Minuten gebraucht hier alles. Auch für hier erzählen und so weiter. Jetzt fahre ich los. Und by the way, ich immer gerne, jetzt fahre ich los. Ich ziehe diese Schuhe an, diese Slipper hier. Ich werde ganz oft auf sie angesprochen, woher die sind. Die sind von Kos. Ultra bequem und auch wirklich super praktisch. Also die passen jetzt zu diesem Look. Aber die würden auch sehr gut einfach zu Jeans oder schickeren Hosen oder so passen. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie euch auf jeden Fall in der Infobox. So wie eh alles, was ich euch heute zeige. So, here you go.
schon lange nicht mehr in der City gefilmt. Oh Gott, ein bisschen überbelichtet. Übrigens, hier ist das Rhein-Main-Kongresszentrum. Und hier parke ich immer, wenn ich zum Alex komme. Und jetzt muss ich mich beeilen. Aber der Alex ist auch mal ein bisschen später, Gott sei Dank. Und ja, ich freue mich jetzt sehr auf den Friseurbesuch. Das fühle ich immer so cool, weil ich dann auch immer so ein bisschen chillen kann, runterkommen kann. Das ist so meine Me-Time. Und ich bin auch ganz gespannt, was der Alex mir erzählt, weil er noch bis gestern in Cannes war, auf dem Filmfestspielen, und hat dort einen Superstar gestylt. Ich bin so stolz auf ihn und ja, freue mich auf all das, was er gleich erzählt. So, ich bin da. Angekommen, wir haben uns schon voll gestartet hier. Ich bekomme Strähnen. Das ist der Alex. Guten Morgen. My Hero. Guten Morgen. Gestern noch in Cannes und heute macht er mir meine Haare. Ebenfalls für Cannes übrigens. Ich liege ja am Samstag. Yes. Und was machen wir heute? Bisschen Strähnen am Ansatz? Du fliegst am Samstag erst los? Ja, ich war Freitag eingeladen, aber ich habe gesagt, ich habe einen kleinen Sohn und ich kann nicht so lange wegbleiben. Bist du Sonntag dort? Ja, Sonntag komme ich zurück. Achso, also ganz schnell. Gut. Weil ich fliege am Sonntagmorgen übrigens noch. Wirklich? Ja. Hallo, und wen stylst du dann? Katrin Elmalon. Wie letztes Jahr schon mal. Ah, ja, dann weiß ich. Und wen hast du jetzt die Tage? Coco Rocca und... Die hast du aber auch schon gehabt. Auch die. Und dann noch Anna Hiltrop für die Ampfer-Gala. Okay, excuse me, Mr. von Trentini. Sorry, ich wollte jetzt... Eigentlich war das nicht geplant. Entschuldigung. Nein, alles gut. Und hier, Leute, look at this. Gerade hier den ersten Preis gewonnen bei der Top-Hair-Messe als... in welchem Marketing? Platz 1? Kategorie Marketing. Mhm. Kategorie Marketing war es gewesen. Genau. Und da haben sie den ersten Platz gewonnen, total verdient. Ja, es hat uns extrem alle im Team richtig geflasht und richtig gefreut. endlich, nach dem dritten Anlauf. Dreimal Finale und jetzt hat es geklappt. Ich habe auch gesagt, ich mache so lange mit, bis ich gewinne. Ihr kriegt mich nicht los. Ja, hey, und wisst ihr, was das für mich bedeutet? Dass ich einfach zum besten Friseur in ganz Deutschland gehe, schon seit so vielen Jahren. Und ich weiß noch, du hast hier immer diese Top-Hair, diese Auszeichnung gehabt, Platz 3 oder was war das? Ja, richtig lange. Ja, Finalist, genau. Achso, und du hast jetzt die falschen gefilmt. Was habe ich, die falschen? Das war nicht euer Preis. geilo. Richtig nice. Und was ist das? Was habe ich da gefüllt? Das ist der von 2013. Den haben wir ja schon mal gewonnen. Ah, okay. Hier, das kannst du rausschauen. Das hört total brillig an. Nein, das schneide ich nicht. Ja, genau. Ich habe nämlich keine Zeit für sowas schneiden. Ja, also wir bleiben immer authentisch. Genau, also wir machen jetzt schön meine Strähnchen weiter. Schön hell. Hier sieht man den Ansatz eigentlich auch ganz gut. Und dann schneiden wir noch ein bisschen, ne? Passen ein bisschen den Schnitt an. Dieser Bruch, der hier rauswächst und die anderen Längen, damit es einfach alles ein bisschen zusammenkommt, gell, Alex? Genau das ist der Plan. Und dann bin ich wieder fresh again und muss mir überlegen, welches Haarstyling. Oh, apropos, in Cannes werde ich sogar auch gestylt auf meinem Hotelzimmer. Oh, wow! Ja, frisiert und geschminkt. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt, weil ich das ja normalerweise ganz gerne selbst mache und auch kann. Aber. Sag ich dir gleich mal, was in die Kamera aus ist dazu. Aber ich habe gedacht, ich nutze auch mal vielleicht den Moment, vielleicht wird es ja auch ganz cool. Ich habe übrigens nicht die Haare heute frisiert, ja? Jetzt hätte ich ja einen unfrisierten Haaren aufgenommen. Aber witzigerweise nimmt dich jetzt auch die Olesja dann dafür auf. Guck mal, hier sind ein paar Mädels vom Team von Trentini, die hübschen Ladies. Hello! So, Strähnen-Game ist, ja, ist strong. Ganz viele Strähnen gemacht, ganz viele kleine, schmale Strähnen. Und vor allem habe ich gesagt, wichtig ist mir dieses Eisblond, dieses Kühle. Das liebe ich einfach so. Mir ist egal, ob es ein Trend ist oder nicht. I love my Eisblond. Und ja, da haben wir jetzt ganz viele Strähnen gemacht. Ich muss jetzt warten, bis es einzieht. In der Zeit trinke ich meinen Kaffee Nummer 3. Der Kaffee hier beim Alex schmeckt aber auch mal richtig gut. Und dann waschen, schneiden und fertig. Sehr cool.
Alex, danke dir. Du bist ein Sehr Schatz. Gern. Bis, wann komme ich wieder? In welchem Abstand komme ich wieder? 8 Wochen aufwärts. Woher willst du mich nicht sehen? Wir sind sprechen Jahre. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schön, dass ihr dabei wart. Hiermit verabschiede ich mich für heute. Und der Star-Friseur Alex von Trentini aus Wiesbaden. Und schaut auf Instagram vorbei. Und schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Von_Trentini. Genau. Ich bin zu Hause angekommen, super happy, wie immer. Mir ging es ja einfach darum, dass ich wieder ein bisschen frischer aussehe. Schaut euch mal die Strähnen an. Ein Traum. Und den Schnitt ein bisschen angepasst, eben wie ich sagte. Nur ein bisschen. Und ja, mir ging es ja darum einfach, dass wir das Ganze ein bisschen frischer machen und dass ich das einfach so in Ruhe wachsen lassen kann und dass es schön gleich und dass es alles schön gleichmäßig ausschaut. Aber ich bin wie immer sehr, sehr happy. Wir werden auch immer kühler und so, was ich super schön finde, ist genau mein Geschmack. Ich hoffe, das Video hat euch ganz viel Spaß gemacht. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback. Und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao.